Hallo und willkommen zu einem neuen Semester. Diesmal, in diesem Semester, werden wir eine neue Programmiersprache lernen, und zwar Python. Viele Deutsche sagen Python, manche Franzosen sagen Le Python, Amerikaner sagen Python, aber wenn man sich das aneignet, irgendwie so Neutrales zu sagen wie Python oder Python, ist eben immer verständlich auf der ganzen Welt. Erstens stellt sich die Frage, warum lernen wir überhaupt eine zweite Programmiersprache? Hat uns das Arduino mit seinem C nicht gereicht, gerade in der Elektrotechnik? Ich finde nicht und viele unserer Absolventen eben auch nicht. Das Problem ist, C und Arduino sind dafür da, um Hardware nah zu programmieren. Das, was sie eben im letzten Semester gelernt haben, wie zum Beispiel kleine Hardware-Prototypen zu bauen, ob es ein Spiel ist oder ein Smart Home System, ist es eigentlich egal. Hauptsache, es war Hardware-nah, man hat irgendwelche Komponenten angesteuert, miteinander verknüpft. Das ist aber nur eine Seite der Frage. Auf der anderen Seite steht die Datenanalyse und ein bisschen kompliziertere Algorithmen für die Informationsverarbeitung. Und dafür brauchen wir eben Python. Vielleicht haben Sie es auch selber schon gemerkt, C ist etwas holprig im Umgang mit Daten, mit Dateien einlesen, Dateien wieder auslesen. Überhaupt haben Sie bestimmt auch gemerkt, wie kompliziert das Serial Read war, wie kompliziert war es, irgendwelche Benutzerinputs zu verarbeiten, zu erkennen und so weiter. Und genau an dieser Stelle möchten wir mit Python eben reinspringen, um Ihnen zu zeigen, dass es eben auch andere Programmiersprachen gibt, die genau dafür da sind, um die Datenanalyse zu vereinfachen. Für uns stellt sich jetzt erstmal die Frage, wie ist Python unterschiedlich von C und wie installiert man es überhaupt? Der Hauptunterschied für Sie als Programmiereranfänger ist wahrscheinlich die Tatsache, dass Arduino oder C-Code lief direkt auf der Hardware, direkt auf dem Arduino selbst. Und wir müssten es immer übertragen von dem Computer auf den Arduino. Das haben wir mit diesem Kabel immer gemacht. Und jetzt der Python-Code wird direkt im Computer, in unserem Laptop oder auf dem Computer, auf dem PC interpretiert, sagt man dazu, und dort auch ausgeführt. Das heißt, wir brauchen dazu jetzt keinerlei andere Hardware, aber wir brauchen andere neue Software, um eben Python programmieren zu können. Dafür gibt es übrigens sehr, sehr viele Möglichkeiten. Python ist mittlerweile eine der größten und bekanntesten Sprachen, Programmiersprachen der Welt geworden, ist relativ neu. Und interessant dazu ist, dass es eben sehr viele Umgebungen gibt, sehr viele zusätzliche sogenannte Pakete, Bibliotheken und so weiter. Wir haben uns jetzt in diesem Kurs auf eine bestimmte IDE oder ein Interactive Design Environment geeinigt und das nennt man eben Spider. Spider geschrieben nicht mit I, sondern mit Y. Und Spider ist ein Teil von einem größeren Paket, das nennt sich Anaconda. Sie merken schon, Python, Anaconda, irgendwie sind die Schlangen hier los. Für die Installation von Anaconda brauchen wir eben erstmal auf die Seite hier zu gehen von Anaconda und Download zu gehen. Hier sieht man bereits viele verschiedene Icons und dass es eben viele verschiedene Plattformen, nicht Plattformen, sondern viele verschiedene Pakete dafür gibt, die wir dann später auch manche von ihnen benutzen werden. An zweiter Stelle ist hier dieser Spider. Das ist die IDE, die wir hier, die Umgebung, die wir hier benutzen werden. Ihnen ist aber allerdings frei, sich auch für eine andere zu entscheiden, falls sie Ihnen besser gefällt. Für diejenigen, die keinerlei Erfahrungen haben mit anderen Programmierumgebungen, würde ich Spider tatsächlich empfehlen. Später im Semester werden wir uns NumPy und SciencePy und Matplotlib anschauen, das ist der hier, um eben die Datenanalyse auch grafisch repräsentieren zu können. So, erstmal aber zurück zu unserem Problem. Wir wollen ja schließlich Python heute installieren, und zwar jeder auf seinem System. Hier sehen Sie, dass Anaconda auf allen drei größeren Systemen vorhanden ist. Windows, macOS und Linux. Ich würde Ihnen dann vorschlagen, ich werde Sie in diesem Video nicht durch die kompletten Installationsprozedere bringen, weil es eben dann dreimal gemacht werden muss und ich habe auch nicht die drei Computer, ehrlich gesagt, hier von mir. Deswegen zeige ich Ihnen nur in Ausschnitten, was Sie machen sollen und online auf unserer Seite, wie gewohnt, werden Sie dann die Links finden,
und dort werden Sie eben eine genauere Dokumentation vorfinden. Eine wichtige Entscheidung ist, ob man sich für Python 3.7, also insgesamt Python 3, oder für Python 2 entscheidet. In unserem Kurs werden wir direkt mit Python 3 arbeiten. Python 2 ist ein bisschen ältere Version von Python, die nur bis Ende dieses Jahres überhaupt unterstützt wird. Deswegen entscheiden wir uns für Python 3 sofort. Da gibt es einiges zu wissen zwischen Python 2 und Python 3, nämlich dass die beiden eigentlich nicht miteinander vereinbar sind. Nicht rückwärts, nicht vorwärts. Das heißt, in Python 3 können Sie keinen Python 2 Code ohne Änderungen einfach so ausführen und umgekehrt sowieso nicht. Wir entscheiden uns jetzt für Python 3 und hier hat man auch noch die Möglichkeit, fast immer entweder einen grafischen Installer herunterzuladen oder ein Command Line. Ich würde Ihnen auf jeden Fall den grafischen Compiler hier empfehlen. Im Moment, wo Sie es installiert haben, das dauert ein paar Minuten, da sollten Sie sich auch die Zeit dafür nehmen. Kann man dann hier auf dem Mac, gibt es dann die Möglichkeit, eben Anaconda zu starten, und zwar Anaconda Navigator. So heißt das. Der Anaconda Navigator ist eine Software, so ein bisschen so ein Paketmanager eher, bei dem man sehen kann, was alles eigentlich Anaconda installiert hat. Anaconda ist an sich keine Software, die ist nicht Python und die ist eben auch keine Programmierumgebung, sondern so eine Umgebung, in der man seine Pakete und verschiedene Bibliotheken letztendlich managen kann. Wenn ich jetzt Anaconda Navigator starte, dann sehe ich, ich habe schon hier bei Home ein paar Möglichkeiten, ein paar von diesen jetzt Anwendungen, die ich starten kann. JupyterLab und Jupyter Notebook werden wir uns vielleicht ein bisschen später im Semester anschauen. Mal schauen, ob wir genug Zeit dafür haben. Uns interessiert heute dieser Spider. Spider, wie gesagt, geschrieben mit Y, nicht mit I. Da drückt man jetzt einfach auf Launch. Da startet auch schon ein Spider 3. 3 wie Python 3. So, und jetzt haben wir das hier. Okay, er hat auch für Updates hier bei mir überprüft. Ich werde sagen, er soll das immerhin weitermachen, aber das Update selbst mache ich irgendwann mal später. Jetzt gucken wir uns doch diese Umgebung hier kurz an. Es sieht ein bisschen anders aus als das, was wir vom Arduino gewohnt sind. Ein bisschen mehr Buttons hier oben, ein bisschen bunter. Und vor allem gibt es jetzt drei verschiedene Fenster. Sie sehen es hier. Hier einmal der Editor, einmal der sogenannte Help. Da gibt es auch andere Varianten. Und die sogenannte Konsole, IPython-Konsole. Um erstmal zu überprüfen, dass alles genauso funktioniert, wie Sie es haben wollen, damit wir auch überhaupt weiterreden wollen, werden wir jetzt in diesem Editor, der sieht ja ein bisschen wie unseren Editor, wie unser Editor im Arduino aus, werden wir ganz einfach sagen Print. Dann werde ich ganz normale, einfache Klammern nehmen. Einfache Klammer und einfache Gänsefüßchen und drin Hello World schreiben. Print sieht so aus, das war's, man braucht nichts anderes und alles, was ich jetzt machen kann, das ist bereits unser erster kleiner Python-Skript oder Python-Programm und hier auf das grüne Pfeilchen drücken. Wenn ich da drauf drücke, fragt er mich erstmal nach irgendwelchen Settings. Ich kann auch sagen, always show this dialog on the first file run, also immer dieses Ding hier anzeigen. Ich werde es eben nicht anklicken, damit es mich nicht immer rumnervt. Und ich sage, ich lasse alles so, wie es im Moment ist. Und ich drücke einfach auf Run. So, was ist jetzt hier passiert? Wenn man ganz genau guckt, dann sieht man hier in der Konsole, in der IPython-Konsole, da ist dieses Hello World jetzt rausgekommen. Und zwar ist das Kommando gewesen, man sieht so ein bisschen was Lustigeres hier, Runtime, Runfile, irgendwelches Kommando hier. Und das sieht ein bisschen so aus wie diese TempPy, die wir hier eigentlich definiert haben. Um Ihnen zu beweisen, dass wir tatsächlich wir sind, die hier arbeiten, werde ich hier nicht Hello World, sondern Hello Grundlagen der Informatik 2 schreiben und wieder auf das grüne Pfeilchen drücken. Jetzt sieht man genau die gleiche Datei wurde ausgeführt und was sie rausgekommen von sich gegeben hat, war ein Hello Grundlagen der Informatik 2. Damit haben Sie jetzt eigentlich die Installation von Anaconda und von Python fertig.
Ich werde Ihnen kurz noch was zur Umgebung erzählen und danach werden wir uns eben mit ein paar Beispielen bereits beschäftigen. Erstens ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Python eben ein Interpretierer ist. Was ist der Unterschied zwischen einem Compiler, wie das, was wir beim Arduino im C hatten, und einem Interpretierer? Ein Compiler ist ein Programm, das den kompletten Code, den Sie geschrieben haben, inklusive aller Bibliotheken, Pakete und so weiter, die drumherum hängen, zusammennimmt, erstmal getrennt, was dazu sagen wir, kompiliert, das heißt, er überprüft die Syntax und die Semantik. Danach kommt ein zweites Programm, das nennt man Linker, und der verbindet sie alle zusammen. Erst in diesem letzten Link-Schritt wird eigentlich überprüft, ob alle Funktionen wirklich so heißen, wie sie heißen sollen, und ob nicht irgendein Teil des Programms irgendetwas benutzen möchte, eine Variable und eine Funktion, die gar nicht da ist. Deswegen sind auch die Fehlermeldungen bei einem Compiler oft etwas verwirrend und nicht wirklich sinnvoll im Sinne von, oh, ich habe auf Zeile 32 ein Semikolon vergessen. Meistens kommt so was Kryptisches raus, von wegen Linker cannot find variable oder Linker cannot find symbol, unknown symbol und so weiter und so fort. Hier beim Interpretierer funktioniert das ganz anders. Die Software, die den Code ausführt, geht da strikt Zeile nach Zeile durch. Das heißt, sie fängt wirklich oben an und geht Zeile nach Zeile durch. Und zwar nicht nur zum Überprüfen, ob die Syntax korrekt ist, so wie ein Compiler das macht, sondern um es tatsächlich auch auszuführen. So, jetzt ist ein interessanter Nebeneffekt, dass es ein Interpretierer ist, der eben Zeile nach Zeile tatsächlich alles ausführt, ist die Tatsache, dass ich eigentlich nicht unbedingt erstmal den kompletten Code aufbauen muss, bevor es was tut, sondern ich kann Zeile nach Zeile arbeiten, so wie viele von Ihnen als Anfänger eigentlich es auch versucht haben, und das direkt in der Konsole machen. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Ich kann hier in der Konsole, ohne es sozusagen zu speichern, genau dieses Hello ausführen und jetzt einfach Enter drücken und er sagt Hello. Ja, Entschuldigung, ich habe mich natürlich jetzt vertan, nicht aufgepasst. Die Funktion heißt natürlich nicht Hello, sondern Print. So. Jetzt sagt er einfach Hello. Jetzt fragt man sich vielleicht, was soll dieses hier in 5, in 6 und so weiter. Dazu kommen wir später ein bisschen noch dazu, wenn wir uns mit Debuggen beschäftigen. Die Konsole hier in dieser Umgebung ist ziemlich schlau. Die wartet nicht nur auf das nächste Kommando, auf die nächste Anweisung, sondern sie merkt sich auch, welche Anweisung genau welches war. Das hat den Vorteil, später kann ich sagen, bitte hol mir Anweisung 5 und 8 und mach daraus wieder was Neues. Das ist ganz praktisch, aber dazu ein bisschen später was. Was haben wir hier noch in dieser Umgebung? Hier sind eine Menge Buttons, manche von denen kommen Ihnen wahrscheinlich bekannt vor, irgendwie Dateien zu verwalten. Kopieren, Save und so weiter und so fort. Dann ist dieser Button für uns erstmal ganz wichtig. Das ist der grüne Pfeil. Mit dem kann man unsere Programme hier vom Editor in der Konsole ausführen. Und danach kommen eine Menge wieder mit diesen grünen und blauen Pfeilchen. Das ist zum Debuggen da. Sehr praktische Sache. Heute werden wir uns aber nicht damit beschäftigen. Und hier sehen Sie in diesem kleinen Fenster, wo Sie gerade im Dateisystem sich befinden. Es ist immer gut, alle seine Python-Dateien, zum Beispiel alle Python-Skripte, die zu diesem Semester zur Grundlagen der Informatik 2 gehören, Hausaufgaben, Tests und so weiter, sie unter einem Ordner zu speichern, damit man sie später auch ganz gut finden kann. So, was sehen wir hier auch noch? Also in dieser Konsole kann ich auf diese Art und Weise sozusagen Anweisungen aufgeben und er merkt sich das alles. Das heißt, jede Anweisung, die ich hier reinschreibe, ist nicht unabhängig voneinander und vollkommen neu, sondern sie bezieht sich auch auf die anderen, die davor sind. Das werden wir in den nächsten Videos genug noch ausprobieren. Was ich Ihnen aber heute noch erklären wollte, war ein bisschen dieser obere Teil hier. Und zwar gibt es hier eine Help-Funktion, die kann man sich immer benutzen oder ein Tutorial über Spider sich angucken. Dann gibt es zwei sehr nützliche Sachen hier. Einmal der File Explorer, das ist da, wo ich im Moment da bin.
Und ich kann dann verschiedene Skripte hier hoch und runterladen. Und dann auf der anderen Seite ist der Variablen Explorer. Das ist auch ganz praktisch. Wir sehen zwar im Moment noch gar nichts. Ich zeige Ihnen jetzt hier in der Konsole eine einfache Variable. Zum Beispiel My Variable ist gleich 3. Das kennen wir irgendwie. Und da kommt sie auch schon raus. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man verschiedene Variablen hat, wenn man nicht weiß, ob man das schon hatte oder noch nicht. Oder welchen Wert sie gerade jetzt hat. Das kommt Ihnen vielleicht von MATLAB bekannt vor, falls Sie schon mal mit MATLAB gearbeitet haben. Dort hat man auch so eine Übersicht aller Variablen. Und wenn man sie löschen möchte, manchmal will man das ja schließlich auch, kann man hier in der Konsole selbst auf dieses Zeichen, wie ein Radiergummi aussieht, hingehen. Und dort wird gesagt, all user-defined variables will be removed. Willst du das? Ja. Und da ist my variable auch wieder weg. Das war's für heute. Dankeschön.